Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Video für die Hüfte und Knie. Die Hüftgelenke sitzen hier und wollen bewegt werden. Wenn wir sie wenig bewegen, dann werden die Faszien, die Muskeln rundherum fest. Und wenn die Hüftgelenke fest sind, das wirkt sich oft aus auf einen schmerzenden unteren Rücken oder auf schmerzende Knie. Die Knie, die müssen wir stabilisieren, das heißt, wir werden auch mal auf einem Bein stehen, Gleichgewichtsübungen machen. Natürlich wollen die Knie auch bewegt werden, aber vor allem stabilisieren die Muskeln rundherum. Und wichtig für stabile Knie sind bewegliche Fußgelenke. Wenn die Fußgelenke zu wenig beweglich sind, kann es sein, dass Knie zu Schmerzen beginnen. Also, viel Erfolg und mach immer so mit, wie du dich wohlfühlst. Wenn das eine oder andere nicht ganz so geht, macht überhaupt nichts, einfach Pausen einbauen. Und wir starten jetzt mal in einer hüftschmalen Position, so dass du auf den Außenkanten gut stehst, deiner Füße, auf den Großzehenballen und auf deinen Fersen. Und jetzt darfst du ruhig mal ein bisschen rumprobieren, dein Gleichgewicht nach rechts und oder dein Gewicht nach rechts und links verlagern. Einfach mal spüren, wie stehst du auf deinen Füßen, wie fühlt sich das an, was reagiert, welche Gelenke reagieren, welche Muskeln reagieren, wenn du nach vorne und hinten gehst mit deinem Körpergewicht, wenn du nach rechts und links gehst. Einfach so ein bisschen hineinspüren, wahrnehmen. Vielleicht auch in deine Hüftgelenke hineinspüren. Und ganz wichtig, dich aufrichten, die Knie etwas durchlässig halten. Dann pendelst du dich ganz langsam zur Mitte ein und wir starten mit einer Lockerungsübung. Das heißt, du stellst dich auf ein Bein und lockerst mal dein Fußgelenk unten aus. So richtig schütteln. Ist gar nicht so einfach, ich weiß. Versuch's. Und dann nimmst du dein Knie mit und natürlich auch schon dein Hüftgelenk mit. Locker dich aus, schüttel dich aus, halte dich ruhig irgendwo fest. Ist auch okay, aber du merkst, wie dein Standbein schon so richtig arbeiten muss. Also hier kräftigen wir natürlich schon die Muskeln rund um die Gelenke. So, und wenn du so ein bisschen ausgeschüttelt hast, kommst du wieder auf beide Füße. Und was sich jetzt wirklich lohnt, ist, finde ich, der Vergleich zwischen rechts und links. Wie fühlen sich die Gelenke an? Fußgelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk. Fühlt sich länger an, oder? Und die Wahrnehmung hat sich schon verändert in dem Bereich. Dann nimmst du jetzt ein anderes Bein, fang am Fußgelenk an, schüttel mal so ein bisschen rum. Merke, dass die beiden Seiten auch etwas unterschiedlich sind. Nimm dein Knie dann mit und nimm dein Hüftgelenk auch schon mit. Lockern, schütteln. Jetzt arbeitet dein Standbein die andere Seite. Ganz, ganz locker wegschütteln von dir. Genau. Und irgendwann dann wieder zurückkommen zur Mitte und nachspüren, wie fühlen sich jetzt beide Seiten an. Hoffentlich natürlich wieder gleichmäßig. Jetzt kommst du nochmal auf das andere Bein. Und beginnst mit dem Fußgelenk zu kreisen, ganz locker. Das Ganze natürlich auch in die andere Richtung. Und dann löst du wieder auf, wechselst die Seite, auch hier nochmal kreisen. Richtungswechsel, vielleicht stehst du jetzt schon sicherer als vorher. Dann kommst du wieder zur Mitte. Und jetzt rollst du deine Füße ab, von der Fußspitze auf die Ferse. Ich zeige es dir seitlich, so richtig bewusst. Den Fußrücken nach vorne drücken. Du kannst auch die Arme locker mitnehmen. Ganz bewusst die Waden aktivieren, die Venen pumpen, die gleich dein Blut in den Körperkreislauf zurückpumpen. Mach nur weiter. Komm wieder zu dir zurück. So, dann rollst du jetzt nochmal einen Fuß ab. Stopp, der leicht wird, kommt nach oben und machst einen Kreis nach außen. Dann rollst du von der Fußspitze auf die Ferse ab und nimmst dein anderes Bein nach oben und kreist. Fußspitze aufsetzen, Ferse und kreisen. Fußspitze, so ein bisschen Koordination
habe ich mir gedacht. Fußspitze, Ferse und Kreisen. Hüftgelenk bewegen, Fußgelenk bewegen und einen Unterschied auch zwischen rechts und links wahrnehmen von Hüften. Merkst du auch einen Unterschied? Atmen. Noch einmal. Und die nächste Seite hältst du jetzt oben. Ich komme so ein bisschen seitlich zu dir. Jetzt stell dir vor, du fährst Rad, nimmst dein Bein, trittst hinten nach oben, streck den Fuß und geh wieder nach vorne. Ganz locker Rad fahren, ruhig festhalten irgendwo. Das Ganze dann auch stopp mit der anderen Seite. Bein anheben, treten, Fußgelenk bewegen, Hüftgelenk bewegen, aufrecht bleiben, Kniegelenk bewegen. Und zurückkommen zur Mitte. Auf beide Füße stellen, ruhig so ein bisschen auslockern, hineinspüren. Hat sich vielleicht schon etwas verändert in der Körperwahrnehmung? Und jetzt gehst du mit deinem Gesäß nach hinten unten, setz dich ein Stück zurück, muss gar nicht viel sein. Du kannst die Hände auch nach vorne nehmen. Verlagere jetzt auf ein Bein, kontrolliere dein Knie, das über dem Fuß bleibt. Andere Bein hoch, jetzt stützt du dich hoch, drück dich nach oben, setz das Bein wieder ab. Komm tief, verlagere auf die andere Seite, kontrolliert, Bein heben, drück dich nach oben und Fuß wieder absetzen. Gleich nochmal, komm tief, so wie es für dich geht. Verlagern, hochdrücken und absetzen. Du kannst jederzeit den einen Fuß mit der Fußspitze auch auf dem Boden lassen. Dann hilft er dir so ein bisschen beim Hochdrücken. Alles ist richtig. Nochmal tief, Gesäß nach hinten, verlagern, balancieren, Gesäß schiebt dich nach oben und wieder auf beide Füße zurück. Die Muskeln so ein bisschen brennen, dann wissen wir, dass wir trainieren. Gleich nochmal. Wow. Jede Seite noch einmal. Hochdrücken, absetzen, tief gehen, wechseln und abstellen, auslockern. Tu deinen Knien ruhig auch zwischendurch was Gutes und reib so ein bisschen deine Knie. Massiere die Faszien rund um deine Kniegelenke. Das ist immer angenehm, finde ich. So verbesserst du deine Wahrnehmung. Während du das machst, kannst du schon mehr in die Grätsche kommen. Gleich mal kontrollieren, ob die Knie wirklich hier außen sind. Wenn du das Gefühl hast, die kippen nach innen, stell die Füße wieder enger auf. Also sie sollten immer in Richtung Fußspitze zeigen können. Hüftgelenke öffnen. Jetzt bleibst du hier, stützt dich ab und drück zuerst mal deine Knie ein bisschen raus. So, dass du merkst, du dehnst die Innenseiten. Spürst die Bewegung in den Hüftgelenken, ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links verlagern. Ruhig größer werden und
weiterkommen, zur Seite. Dehnung spüren. Immer so, wie es geht. Bewegungsweite entscheidest du. Dann wieder zur Mitte zurückkommen. Einmal langsam wieder hochdrücken. Beine ein bisschen mehr schließen und gehen anfangen. Und während du gehst, deine Beine wieder in die hüftbreite Position nehmen. So, wenn du jetzt gehst, merkst du vielleicht, dass es dir leichter fällt, hineinzuspüren, was deine Hüftgelenke machen bei jedem Schritt. Deine Knie, deine Fußgelenke. Die Wahrnehmung haben wir da schon verbessert, auch die Stabilität. Jetzt stell dir vor, wir stellen den Film auf ganz langsam, auf Zeitlupe und du gehst im Film in Zeitlupe und versuch ruhig immer langsamer zu werden, deinen Film immer langsamer zu stellen. So, auch die Arme gehen in Zeitlupe. Und vor allem das nach unten kommen, das beobachte mal. Also nicht den Fuß schnell absetzen, sondern auch hier langsam gehen, balancieren. Jeder Schritt ist im Alltag wirklich eine Gleichgewichtsübung. Wir müssen ja immer auf einem Bein einen kurzen Moment stehen. Und immer eine Bewegung im Fußgelenk, im Hüftgelenk, Kniegelenk. Und weiteratmen. Ganz konzentriert, oder? Und dann halte ein Bein oben. Du kannst dich auch irgendwo anlehnen oder festhalten. Nimm deinen Oberschenkel, richte dich auf und lass dein Kniegelenk ganz locker hier pendeln. Wieder wechseln. Ganz angenehm, oder? Aufrichten, fassen, ganz locker pendeln. Und wieder zur Mitte kommen, Fuß abstellen. Jetzt nochmal ein Bein zurück. Schau mal, dass beide Fußspitzen in eine Richtung zeigen. Dass du das hintere Knie richtig streckst und dein vorderes Knie beugst und die Dehnung erst hier vorne auch und dann natürlich in der Wade merkst. Zieh dich so weit wie möglich im Becken nach vorne. Dehnung, Wade. Halten. Kannst immer weiter hineinschmelzen in die jeweilige Bewegung. In die Stellung hineinschmelzen. Jetzt komm ein ganz klein wenig zurück mit dem vorderen Bein und beug dein hinteres Knie. Dann merkst du den tiefer liegenden Wadenmuskel. Jetzt nimmst du das Bein nach vorne und ziehst die Fußspitze an, streckst das Knie und nimmst den Rücken ganz gerade nach vorne, bis du die ganze Rückseite spürst. Und auch hier wieder
hineinschmelzen in die Stellung. Dich ruhig abstützen. Entweder am Standbein oder auf beiden. Dann kommst du ganz langsam wieder zurück und jetzt das Bein hinten kreuzen mit der Außenkante. Den Oberkörper lässt du auf die Seite neigen. Du kannst auch die Hände einstützen. Spüre die Dehnung in der Außenseite. Die Außenkante absetzen. Löst du langsam wieder auf und wechselst die Seite. Wenn du möchtest, spür nach, was hat sich verändert. Wie fühlt sich jetzt die eine Seite an, die andere? Und dann nimmst du das Bein zurück. Fußspitzen nach vorne, vorne beugen, hinten strecken. Wirklich dein Becken hier vorschieben. Mit jedem Ausatmen ein kleines Stück tiefer. Nimm das Bein nach, ein kleines Stück nach hinten, beug hinten dein Knie, spür den tiefen Wadenmuskel. Und dann nach vorne. Das Bein nach vorne stellen, Fußspitze anziehen, Gewicht nach hinten, Knie strecken, geraden Rücken nach vorne und mit jedem Ausatmen auch da wieder ein kleines Stück tiefer. Dann komm langsam wieder zurück, das Bein hinten kreuzen, Fußspitze nach vorne, Außenkante, neig dich zur Seite. Und dann kommst du wieder zurück. Jetzt noch eine Dehnung, die du entweder im Stehen machen kannst oder auf deinem Knie. Du kannst ja auch ein Kissen drunter legen. Wenn es am Knie nicht geht, dann bleib stehen. Ich zeige dir zuerst die einfache Variante. Hintere Ferse heben, Knie beugen, unteren Rand vom Becken schiebst du nach vorne. Richte dich auf und spann dein Gesäß an. Hüftbeuger spüren, halten. Oder Knie nach unten. Und unteren Rand nach vorne und jetzt dich langsam hier nach vorne sinken lassen. Das ist natürlich intensiver wie im Stehen. Mach, wie es für dich geht. Du sollst hier den Hüftbeuger spüren, der ganz wichtig ist für eine gesunde Hüfte, dass wir den aufdehnen. Der verkürzt oft durch langes Sitzen oder wenn wir Stress haben. Also immer mal wieder kann man auch auf dem Stuhl ganz gut machen. Immer dehnen. Dann kommst du wieder zurück. Entweder darfst du gleich unten bleiben oder du bist oben. Dann zeige ich es dir nochmal. Hintere Ferse heben, unteren Rand nach vorne schieben, Gesäß anspannen. Oder eben hier unten sein, Knie über der Ferse, Becken kippen und dich jetzt ein Stück vorschieben. Es geht nicht weit, aber ich hoffe, du merkst es.
Dann sehr gut. Ganz langsam wieder zurück, entweder zum Stehen oder bleibst nochmal unten, locker dich ruhig aus, schüttel deine Hüftgelenke aus, schüttel deine Knie, Fußgelenke aus und stell dich nochmal gerade hin. Und wie fühlt sich's an? Spür ruhig zuerst deine Füße, wie fühlt sich dein Stand an? Fühl dann in deine Knie hinein, wie fühlen sich die an? Gut bewegt, vielleicht ganz angenehm warm, auch die Hüftgelenke hier. Immer wieder dich aufrichten, strecken und dann darfst du dich ruhig nochmal strecken, wohin du willst. Beine mitbewegen. Also immer wieder dran denken, die Muskeln einerseits natürlich zu stärken, auch rund um die Hüfte, Gesäß, Oberschenkel und ums Knie. Andererseits aber auch die Faszien und Muskeln aufdehnen, durchbewegen. Bleib aufgerichtet und entspann dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Mich interessiert es natürlich jetzt, wie es dir jetzt geht. Also gerne unten reinschreiben. Hat sich was verändert? Fühlt sich es jetzt anders an? Hat sich die Wahrnehmung vielleicht verändert? Hat es vorher gezwickt und zwickt es jetzt hoffentlich nicht mehr in irgendeinem Gelenk? Ansonsten freue ich mich auch, wenn du ganz einfach meine Arbeit unterstützt. Danke, der Link wäre auch unter dem Video in den Beschreibungen, heißt deine Unterstützung. Ich freue mich auch, wenn du das Video vielleicht weiterempfiehlst, weiterschickst an jemanden, der es auch brauchen könnte, überhaupt meinen Kanal weiterempfiehlst. Und natürlich freue ich mich, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du magst und was für die Knie machen möchtest zum Beispiel, gib einfach in die Suchzeile von YouTube Gabi Fastner Knie ein. Oder für die Hüfte, Gabi Fastner Hüfte. Dann findest du noch mehr Videos zu den Themen. Also bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich schon. Bis dann.